Aber kann es wirklich sein, dass sie bei den Updates hingekriegt haben? Weil guck mal, ich kann ja bis hier vorne ranlaufen. Das war ja vorher ja nicht möglich. Der liegt hier bloß auf der faulen Haut. Auf der faulen Haut! Doch! Doch! Hallo Sie! Wir haben gerade von Ihnen gesprochen. Ich hab da schon den Kopf geschossen, Mensch! Er hat's überlebt. Jetzt bist du dran, Eddie. Ich hab mein Bestes getan. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit mir, den Karbin. Wir haben gestern angefangen, hier oben ein bisschen was auszubauen. Ich habe natürlich schon weitergemacht. Wir brauchen nicht mehr über Ziel hinaus springen. Aber wir müssen das Dach decken. Und ich habe jetzt das auch so weit gekriegt. Also, das können wir abbauen. Aber weiter ist denn auch wirklich nicht, ne? Also. Und mit der Tür da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache. Ich habe jetzt ja schon. So, warten Sie mal. Ich habe da eine Idee. Ich muss mal was ausprobieren. Es muss ja keine Tür ran. Ja, und wenn ich jetzt hier so. Nee, der würde drin sitzen, ne? Ach, shit. Warum macht er das nicht bündig? Das wäre cool gewesen. Dann hätten wir so machen können und dann wäre doch. What? Der hat das hier unten daran gemacht, wa? Ich habe gedacht, dass ich das so denn nicht machen kann. Schitte. Es hat nicht funktioniert. Ja, ja, es ist doch schon gut. Ich gehe doch schnell was trinken und was essen. Hat der denn das hier ran gemacht? Aber hier ist doch nichts. Ach, hier, wa? Kann das sein? Möglich, wa? Weißt du was? Kannst du da auch noch ranmachen. Zack, bums, fertig. Aus die Maus. Aber zum Glück habe ich was zum Essen da. Immer schön vorm Essen was, vorm Schlafen was essen. Das ist ganz gesund, ist das. Kann der Körper das extra nochmal verarbeiten. Und jetzt kloppe ich mir natürlich den Magen voll. Jeden pennen und dann kann ich am nächsten Morgen wieder was essen. Das ist natürlich richtig geil. Das habe ich richtig gut gemacht. Und schön ist, dass ich jetzt schnell mal nachschauen, da einer ist. Es ist ein Vogel. Rutsch. Pass ausgerutscht. Habt ihr das gesehen? Das hätte auch in die Hose gehen können. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut. Sag mal, habe ich hier noch für den ihn? Ah, siehst du. Vielleicht besser. Ich habe die perfekte Playlist. Ich weiß nicht, was das ist. Ich gebe genau das ein, was man suchen tut und dann zack, bums, nee. Na gut, ich habe jetzt so Horror Action angenommen. Ja gut, war es eher so Hintergrundgedudel. Na ja. Kann doch eigentlich auch von hier aus. Ne? Und sag mal, kann es wirklich sein, dass sie bei den Updates hingekriegt haben? Weil guck mal, ich kann ja bis hier vorne ranlaufen. Das war ja vorher ja nicht möglich. Also ich. Naja, ja, doch. Ich habe so das Gefühl, dass sie irgendwas gefixt haben. Gar kein Problem, alles gefixt, Ellie. Hast du das gesehen? Ich kann jetzt hier rüberspringen ohne Probleme. Guck mal hier. Guck doch mal! Ja, nicht gucken. Blöde Kuh. So. Mein Amphibienfahrzeug. Kommen Sie mal bitte mit. Ich brauche Holz. Und ich müsste irgendwie da oben ran. Am besten mit Wagen. Ich habe so eine Idee. Bin mir aber noch nicht so sicher, ob das funktioniert. Unser neuer Weg. Das wird unser Weg. Das sage ich euch. Ach, und gestern ist es schon wieder passiert. Kelvin hat 2 Holzstücke geschleppt und danach nichts mehr. Also wirklich, also das funktioniert hier. Also mit Kelvin und Holz sammeln, das ist, ja, ich rede über dich. Über dich. Spinner. Soll ich dir helfen? Ich kann dich aus dem Ohr rauskloppen. Warte mal. Hat's funktioniert?
Das denke ich immer. Ich wollte es auch mal versuchen. Vielleicht hat Holz ein bisschen größere Wirkung, meinte ich. Ja, ja. Sag mal, wenn ich jetzt hier den hier habe, der zählt doch quasi auch als... Nee, jetzt haut er ab, Scheißendreck. Ich wollte jetzt gerade probieren, ob der den auch erkennt als Behälter, aber die denn da oben füllt. Das kann ja sein. Es ist ja alles möglich. Und nachdem ich aufgehört habe, aufzunehmen, war hier schon wieder so eine kleine Babyhorde. Aber diesmal will er so 7-8 Stück von. So langsam ist das eine richtig geile Zielhilfe, also trainingmäßig. Auf Baby schießen, na gut, war. Das fahr ich jetzt mal lieber gleich sofort. So, Moment mal, wenn ich, das ist ja, wie gesagt, das funktioniert so nicht. Shit. Gut, dann machen wir so ein Scheunentor, dann ist es eben halt so. Irgendwie passt das, aber auch wiederum nicht. Weil, wie gesagt, wir haben ja keine Action hier. Alter, und dann habe ich versucht, das hier vorne auszutauschen. Und da ist natürlich genau dasselbe wie bei der Brücke passiert. Alter, hier habe ich aber... Oh, oh. Kelvin, kannst du mir mal eine Ding hochreichen? Nee, hat sich erledigt. Bin schon alleine. Hier unten. Keine Panik, ihr kriegt das hin, Kelvin. Sind ja bloß 2-3 Meter Unterschied. Was soll passieren? Was passiert? Ah, da war er eben. Ich drücke hier auf. Genau. Kelvin, gib mal. Wir haben ein Stück geschafft. Krass, wa? Ja, was? Nein. Du hast doch was im Ohr, Junge. Der macht nichts und beschwert sich. Ey, der Baum ist ja wieder da. Der geht aber jetzt wirklich schnell. Wie gesagt, ich habe nichts verändert. Das ist immer noch derselbe Spielstand von letztem Mal. Also, update-mäßig muss irgendwie... Erst Janisch und jetzt alt auf einmal. Krass. So, ich... Hui! Was ist das für... Naja, gut. Oh, oh! Naja, gut. Intervallmäßig. Nein! In mit das. Wir versuchen das Ding in Jans... Oh, Alter, die Steuerung. Bin kein Freund davon. Überhaupt nicht. Nicht die Bohne. Ganz, ganz vorsichtig. So. Ziele er. Alter, das ist ja wie heißer Draht. Kennt er das noch? Oh. Oh, oh. Ich glaube, da wäre ich schneller gewesen, wenn ich das einzeln hochgeschleppt hätte. Ach, weißt du was? Gib mir das Zeug her. Ich nehme das so. Das ist ja... Du kannst das aber auch nicht abbauen, das Ding. Ich hab's versucht. Es ist unkaputtbar. Aber ich glaube, das liegt auch, weil ich meine Base so eingestellt habe, dass es nicht kaputt gemacht werden kann. Das kann sein, dass er sagen tut, nö, das gehört dazu. Das geht nicht kaputt. Du hast das gedrückt, jetzt musst du mit leben. Aber weißt du was, ich mach das hier schon. Kann ich wenigstens so runterlaufen. Rüberlaufen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das war Ellie, ne? Ja, Schrutzen Ellie. Die ist schon wieder am eskalieren. Weiß nicht wieso. Sie was hier sehen, was ich nicht sehe. Ellie, was los? Ist da was im Busch oder was? Also ich meinte ihr. Kreaturmäßig. Sie bloß ein Kelvin. Gut, da würde ich auch flüchten.
Flieht! Ein Kelvin! Wir sind verloren! So. Nee. Ich habe so auch überlegt, ob ich hier nicht hier so wie eine Regenrinne. Das ist verrückt gewesen. Und ich würde auch hier so ein leichtes Schrägen. Aber das Spiel ist noch nie so weit. Ich trau der Stille nicht. Und schon ist die Stille vorbei. Moment mal, ich kann das auch eigentlich von den hier unten decken. Das geht doch bis oben hin, ne? Also. Nee. Für da oben reicht das nicht. Also nehme ich erstmal das hier. Böse Luft. Böse Luft. Ist mir zu sauber. Ist nicht ganz sauber. Ellie, du bist auch nicht ganz sauber, wa? Also heute ist. Achso, das ist ja hier Laufgitter. Stimmt ja. Sportmäßig, Betätigung. Verstehe. Gefeistet immer wieder. Was ist ihr Laufrad? Aber es ist eckig. Also es ist auch kein Rad. Naja, gut. Zu spät. War das? Das war bestimmt ein. Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. So. Und nochmal. Und einsammeln. Oder zwei. Hallo? Da fehlt doch eins. Komm runter. Gut, okay. Also, mit den Schleppen hat richtig funktioniert. Wo sind... Ah, ist jetzt rausgeschafft. Ich weiß nicht wie, aber sie hat es geschafft. Kelvin! Du nix Nutz, wo bist du denn schon wieder? Gut, war wohl vorhin ein bisschen zu viel mit Beleidigung. Also keine Beleidigung, war ja eine Feststellung, aber ihr versteht immer verkehrt. Ellie, sei vorsichtig. Diese kleinen Stämme digitieren. Hey, da bist du ja wieder. Mann, ich hab dich ja nicht erkannt. Warten Sie mal kurz. Da. Sag nicht ja, mach. Ich lass dich jetzt auch erstmal die Stämme holen und hau die platt. Weil ich nicht weiß, ob er das abbrechen tut, weil ich gerade seine Stämme klaue. Dass er deswegen sagt, nö. Himba. Den noch. Kann er wenigstens sammeln. Wenigstens eins. Da muss ich mir nicht drum kümmern. Damit wäre ich auch schon zufrieden. Dann mache ich hier einfach mal Tabula Rasa und dann ist gut. Ne? Also 20 Bäume weggeknickt und zack, bums. Fertig ist der Lachs. So, ich soll ja vorsichtig sein. Der Baum muss weg. Der Wald muss weg. Jetzt ist es nämlich schon der Wald. Nicht der Baum, sondern der Wald. Geht mir auf den Sack. Ist mir zu grün. Zu grün und zu holzig. Hallo Ellie. Machst du Sport? Sehr sportlich heute. Sehr sportlich. Heute mal Nähe mit Köpfe machen hier. Ein bisschen Z. So. Das war verkehrt. Das war mir so klar. Ah, gut. War schon besser. Hallo, Ellie. Na, Blumenkind? Du kannst ruhig was sagen. Ja, das ist zu viel. Du musst das nicht gleich übertreiben. Da gibst sie eh mal das Wort und dann übertreibst du gleich wieder. Hallo Elli. Nimm's nicht persönlich. Es war ein Witz. Haha, lustig. Weißt du, wie ich bin? Wie in der Schule. Voll der Clown. So. So. Was ist denn hier los? Warum bin ich jetzt nie durchgekommen? Ich wollte jetzt hier durch und das hat nie funktioniert.
Das hat das Ganze ins Lächerliche gezogen. Hallo. Hi, Blümchen. Bist die Hübsche hier. Die Hübscheste. In der Town. Was? Das ist Ellie. Kennst du doch. Das ist die Frau mit drei Armen und drei Beinen. Wie nein? Doch. Du schläfst. Jetzt bockt er wieder rum. Nee, das ist er nicht. So kenne ich die nicht. Die sieht komplett anders aus. Ach, ist das ein Dulli. Wie gesagt, der ist zu doll gefallen. Gehen Sie mir aus dem Weg. Kennen Sie doch gar nicht. Wie holzkopft sie. Ich glaube, wir haben bald Bergfest. Nie. Weil das wird hier nie ein Ende nehmen. Der muss doch weitermachen. Der kriegt doch mit dir. Ach so, da ist Holz raus. Ich muss ran. Der wird unzufrieden. Der wird knetschig. Alle muss hier alleine entscheiden. Hier muss er alles alleine machen. Der liegt hier bloß auf der faulen Haut. Auf der faulen Haut! Doch! Doch! Siehst du schon wieder? Da lügt er mir ins Gesicht. Steht auf, sagt nein und setzt sich wieder hin. Und will mir den Weg stellen. Habt ihr das gesehen? So ein Schwein. Er ist ein Mobber. Das ist raus. So, seht ihr. Jetzt habt ihr das endlich gesehen. Er ist einfach ein Mobber. Nicht Moped, sondern ein Mobber. Also ich komme, also normalerweise müsste auch eins übrig bleiben oder nicht oder wie. Das Haus ist verschluckend. Also nicht verschlungen, sondern verschluckend. Sag mal, ich habe ja noch eine andere Idee. Ich muss noch was anderes ausprobieren. Und zwar hatte ich ja nochmal so überlegt, mit den Zaun, das ist ja nicht mal so verkehrt. Ist aber scheiße. Verstehst du? Jetzt habe ich gedacht, wie geil wäre das, wenn man das kombinieren könnte. Kann das doch mal versuchen, oder? Warten Sie mal, ich mache mal hier den. Und ich will den. Das hört sich jetzt an, genauso wie bei das Ding. Das ist 100% das Ding. Das Ding aus einer anderen Welt. Naja, gut, die Musik jetzt nicht, aber... Ups. Hier, Anfangsszene. Mit dem Hund. Wisst ihr? Windows? So, wenn ich das jetzt so ranmache, wie sieht denn das aus? Naja, gut, fast sieht. So hört es sich an, aber der Anfang schon. Find dicke. Müsst ihr euch mal ankicken. Also den richtigen, den alten Film von Das Ding aus einer anderen Welt. Also hier von. Hier mit. Wie heißt der nochmal? Von hier Snake, Lapperschlange hier, der Schauspieler. Aber ich komme jetzt auf den Namen nicht. Shit. Ich schäme mich schon ein bisschen darüber. Deswegen. Kurt Russell. Kurt Russell, genau. Ja. Ja, und da hast du auch am Anfang so eine. Bum, bum. Bom, bom. Hat das Holz ein Stück Knick drin oder was oder wie? Und wenn ich das von mir aus setze, siehst du, dann ist das nämlich. Naja, gut. Ihr wisst das nur und ich weiß das. Es wissen zu viele. Ich kann damit nicht leben. Das ist gar nicht. Ja, komm, das kann schon. Das. Ich hab noch eine viel bessere Idee. Das muss alles nochmal ab. Nee, C. Wie sieht's denn aus, wenn ich da Fackeln oben hochsetze?
Ja, so einen dicken Fackeln soll das nicht wehren, aber hier so eine Fackeln. Och nee, hab ich doch gesagt, Mensch. Na toll. Oh, es war eine sehr, sehr, sehr gute Idee, die Dinger hier hinzustellen. Es kann nichts passieren. Gar nichts. Gar nichts? So, also, eine Torch. Eine Wandtorch. Achso, das ist ein Knüppel. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Shit? Was soll denn der Shit? Also, und jetzt in der Grund der Weisheit. Sag mal, bin ich hier schon wieder falsch? Nee, da ist doch Feuer. Das müsste auch unter... Nee, ach Mensch, das ist auch nicht unter Feuer. Oder vielleicht doch. Hä? Ist doch richtig. Du musst das doch... genau, und dann musst du so ran, so zack, bums. 2 Stunden später, und jetzt habe ich sie nämlich gefunden. Was wollte ich nämlich sagen? Ich kann die doch hier ran machen, das sieht doch wieder cool aus. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn der das auch abspeichern würde. Weil bei den Ehen hat er das ja auch gemacht, aber hier macht er das jetzt nicht mehr so. Was totaler Blödsinn ist. Oder wie sehen denn die Torch aus? Na gut, dann bräuchte ich aber Schädel. Aber der hätte auch irgendwas. Aber nichts mehr rustikal. Ja gut. Schon irgendwie. So. Das übertrieben, ich weiß nicht. Aber Beleuchtung ist ja wichtig. Dann kann man mich auch in der Nacht weiterarbeiten. Wenn die ganzen Viecher hier rumtouren. Och, Kelvin, ich hab dir alles vorbereitet und du machst nichts. Das ist doch, du bist doch... So, jetzt muss ich doch was trinken. Der Husten, er war so reizbar. Er reizte mich. Aber vielleicht sollte ich hier so einen Link hinstellen. Und den Dauer hier herbringen lassen. Ah, ja, gut. Wäre wahrscheinlich ja nicht mal so verkehrt. Da. Ist doch noch ja keiner da. Ich hätte mal die Liste von letztem Mal lassen sollen. Ich weiß. Man kann es mir einfach nicht recht machen. Oh, nachdem wir letztes Mal hier, wie gesagt, hier Hund und Kunst und so hatten. Oh, beziehungsweise ich gehe dann auch hier noch einsinnen, hier, wenn ich alleine hier rumgebaut habe, kommen die heute ja nicht. Weder Kannibal noch Mutanten. Naja. Wie gesagt. Es wird schon passen. Hä? Moment mal, hier oben noch oder was? Ein Verlust. Aber nicht lang. Das ist nicht so gut. Warten Sie mal. Machen wir gleich nochmal. Oh. Nein. Oh, warum ist der denn immer? Oh, ich könnte den eigentlich so als Laufdings lassen. Hallo Sie! Wir haben gerade von Ihnen gesprochen. Warten Sie mal, ich rutsche mal ernst in Ruhe runter. Ich komme gleich, ich bin leider. Das hat mir zu lange gedauert. Brustpiercing! Hast du gedacht, ich treffe dich so nicht, oder was? Hast du gedacht, Elli trifft dich so nicht, oder was? Entschuldigung. Elli? Ich wollte gerade sagen, sei vorsichtig. Ich werke jetzt hier rum. Oh mein Gott. Noch einer? Jetzt sind sie schon zu zweit, oder was? Daneben! Ich hab da schon den Kopf geschossen, Mensch! Er hat's überlebt. Jetzt bist du dran, Elli. Ich hab mein Bestes getan. Sie schafft das schon. Sie ist eingespielt.
Anscheinend noch nicht. Roll dich zusammen! Roll dich! Kelvin, Vorsicht hinter dir! Das war haarscharf, Mädel. Das war haarscharf. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Ich lasse ihn wieder laufen. Warten Sie mal kurz. Ellie, du übernimmst. Ich muss mal gucken, ob ich Munition geschenkt kriege. Kisten opening. Heute mal nicht, wa? Irgendwas war da gewesen. Geld. Es hat nicht funktioniert. Entschuldigung, Ellie. Ist Kelvin wieder durcheinander gebracht? Ist er schon wieder abgehauen oder was? Ey, Kelvin ist da so ein Schizzy. Schizzykowski oder was? Naja, auf jeden Fall hast du heute besser getroffen als ich. Hallo, Kelvin. Alter, bist du schnell. Alter. Der hat heute richtig Zahn drauf. Villa. Hallo, sie. Ach, deswegen. Ich leg dir das vor, Füße. Warten Sie mal. Ach, wie ist der Wart? Hier, die Geburtstagsgeschenk. Aber meinen Pfeil will ich Villa haben. Dankeschön. Ich bin so froh, dass hier nichts beschädigt werden kann. Alter, müsst ihr euch mal vorstellen, aus Versehen hier durch ein Update oder so wurde zurückgesetzt und alle geht noch kaputt und zack, bums, Bude im Arsch. Das wäre nicht so gut. Nicht so gut. Na gut, wir haben aber das Map gespeichert. So, ich hatte gesagt, immer so eine Laufrille. Naja, gut. Rätet oder rätet nicht, das ist hier die Frage. Naja, gut, aber bringt tut mir nichts. Also, nichts. Ach, das ist mir doof. Nee, das kommt wieder weg. Es ist erfunden und es wird wieder verworfen. Por favor. Aber ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt. Probieren nicht überstudieren, ne? Hallo, Elli. Ist aber gut. Ich hab grad was getrunken. Was ist denn nun schon mal los? Das ist ja schon mal einer. Warten Sie! Ich brauche eine Zierhilfe. Übung, meinte ich. Hilfe, Übung. Übungshilfe. Hey, hey, nicht kaputt machen. Ich folge dir bis im Dorf. Und noch vier, vier weiter. Der denn hin? Hallo! Warten Sie! Ich hab's mit dem Rücken. Ich hab gearbeitet. Man sieht immer ein zweites Mal. Hallo! Siehst du? Hab ich's nie gesagt? Ihr wartet nicht das zweite Mal. Noch nicht mal annähernd. Kelvin, du kannst wieder kommen und Holz sammeln, wenn du möchtest. Wie ich's dir befohlen hab. Irgendwie, weil wenn ich jetzt hier Pause machen würde, wegen Trinken oder sonst irgendwas, wäre nämlich das ganze Holz weg und das wäre suboptimal. Das heißt, ich muss das hier Pause, also wenn Feierabend ist, muss das wenigstens so viel gesammelt haben. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und ich muss ab und zu immer hier rüber kicken, weil der Monitor auf dieser Seite ist. Hallo. Oh, Kelvin, macht mit. Yes. Achso. Jetzt kannst du ja nicht mehr rinmachen, wa? Ja, ich weiß, du hast dein Bestes getan. Ja, ich weiß. Ist meine Schuld gewesen. Also diesmal konnte er ja wirklich nichts dafür. Es war meine Schuld. Hören Sie auf, mir ins Ohr zu pusten.
So, du sollst eigentlich hier vorne machen. Danke. Danke, danke, danke. Na gut, Leute, passt auf. Ich werde mal wenigstens das Holz, was auf dem Boden nicht da verarbeiten. Weil, wie gesagt, es ist ja doof, wenn es jetzt verschwinden würde. Dafür sind Bäume gestorben. Es waren nur virtuelle Bäume, aber es sind virtuelle Leben bewesen. Ja. Also, ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß gehabt. Es geht langsam voran. Sehr langsam. Aber es geht voran. Aber man sieht ja, es wird ja auch immer größer. Aber ich würde auch gerne so eine Schräge nach vorne bauen. So richtig so, wie man das aus alte Zarenfilme kennt hier so. Wisst ihr, so verschnörkelt. Sieht ja fast so aus. So quasi noch nach vorne und dann das so ein bisschen schräg ausgekleidet und so. Also wie ein richtiges Dach. Quasi. Aber es ist noch nicht möglich. Also generell, ich weiß nicht, ob sie da hier irgendwann nochmal was ändern in dieser Richtung. Es wäre schön. Ich hätte nichts dagegen. Wie man sagt, man immer so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich bin erstmal raus. Tschüss.